So, da viele von euch Probleme haben mit Must-Have, gucken wir uns jetzt ein Video an, wo jemand Must-Have Pinkman zum ersten Mal probiert von Daniel Total. Let's go! Okay, nächster Versuch. Ich bin gleich wieder da. Man kann sowas auch mal verkacken. Das glaube ich nicht. Profis verkacken nicht. Bro, ich mache auch so viele Fehler. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Es ist schon wieder Dienstagnachmittag. Nee, es ist schon Dienstagabend. Und ich habe mich mal wieder nicht um Video gekümmert. Deswegen, ich komme gerade vom Training. Jetzt schnell duschen. Ihr kriegt ein kleines Intro zu sehen. Und dann geht's hier los. Pinkman? Jesse. Jesse Pinkman. Jesse Pinkman? Jesse Pinkman. Pinkman. Als allererstes und Pinkman ist so unfassbar lecker. Mit Eiskaktus gemischt, unfassbar lecker. Das Wichtigste hab. Sorry, es hat Sonntag mal wieder nicht geklappt. Ich war Donnerstag, Freitag, Samstag auf einem Online-Seminar, also hier zu Hause am Laptop natürlich. Und das ging irgendwie 8 oder 9 Stunden. Und Samstag Nachmittag bzw. abends um 17 Uhr hatte ich dann einfach keinen Kopf mehr dafür. Sorry dafür, kann ich versprechen, dass es nicht mal wieder vorkommt, aber ich will halt nur Videos machen, wenn ich das auch fühle in dem Moment, wenn ich da Bock drauf habe. War nicht der Fall. Deswegen Sonntag kein Video. Sorry dafür. Aber heute soll es mal wieder ein Shisha-Tabak-Review geben zu einem spannenden Tabak, wie ihr euch nach dem Intro schon denken könnt. Übrigens, Breaking Bad, mega geile Serie, ne? In Anlehnung dazu, nicht an Breaking Bad und nicht an Serien, sondern an Filme, kurze Empfehlung meinerseits. Ich habe letzte Woche The Gentleman geguckt von Guy Ritchie mit Matthew. Oh, The Gentleman, insane. Wenn ihr den noch nicht geguckt habt, zieht den euch rein. McConaughey, Colin Farrell, Charlie Hunnam, mega geiler Film. Mega geiler Film. Ich habe die letzten Monate, Jahre sehr, sehr darunter gelitten, dass keine geilen Filme rauskamen. Das war mal wieder ein wirklicher Lichtblick. Vielen Dank dafür auf jeden Fall an Guy Ritchie, falls du das Video siehst. Daniel? Tabak. Must have Pinkman, ja, ein sehr, sehr gehypter Tabak, nach meinem Gefühl zu urteilen jedenfalls. Ich habe letztens bei Marco Temple of Shisha mir diese Dose gegönnt und er hatte nur noch diese eine da und dann kam jemand rein und sagte, ja, ich hätte gern Pinkman. Und dann sagte Marco so, ja, hat der gerade die letzte Dose gekauft. Und er sagte original, was willst du dafür haben? Ich gebe dir 100 Euro. Und ich so, nein, Bruder, ich will den selber rauchen. Daniel, Digga, Big Stongs. Du hättest das Ding mitnehmen müssen, gehst zu einem anderen Laden und holst dir davon 3. Bro! Ich habe den jetzt schon ein paar Mal geraucht und ich muss zugeben, wie ihr euch am Titel denken könnt, ich habe es nicht so richtig hingekriegt, ja. Ich habe den versucht irgendwie im Mehrlochkopf, auf Abstand, mit Drücken, ohne Drücken, dann im Funnel, mit Drücken, wenig Drücken, Abstand, Noppenkontakt, Vollkontakt, wie auch immer. Dann habe ich mit, lass mich kurz überlegen, mit John geschrieben, John von Brohood, grüße gehen raus, mein Lieber. Und der hat mir so ein bisschen Tipps gegeben. Und schade, dass sich Brohood bei mir nicht mehr meldet. Fand ich echt schade, die Produkte sind echt lecker. Dann hatte ich ihn mal so, dass ich ihn so ein bisschen rauchen konnte. Wir gucken uns das heute an, ob das funktioniert. Denn er riecht so unfassbar geil. Damit kommen wir auch schon direkt zum Geruchsthema. Und er riecht echt, das riecht einfach unfassbar lecker, muss man sagen. Und das ist ja ein aus der Liquid- und Vape-Szene sehr, sehr bekannter Duft. Eine sehr, sehr bekannte Mischung. Und ich habe jetzt gerade mal kurz geschaut, wie genau die Zusammensetzung der Aromen ist. Also es ist rosa Grapefruit, süß-frische Erdbeeren und Himbeersirup. Und so ein bisschen Süße riecht man, beziehungsweise man riecht mehr Süße und so ein bisschen Säure. So ein bisschen was Saures eben von dieser Grapefruit. Nee, fühle ich nicht. Säure? Bruder, da musst du mal Sternstaub probieren. Da hast du Säure mit am Start. Ich empfehle euch Must-Have in der Mummy Bowl. Platt angedrückt. Sehr geile Kombi. Und wenn ihr sparen wollt mit meinen Links, mit meinen Gutscheincodes, whatever, alle Links sind in der Beschreibung. Viel Spaß beim Sparen. Und es riecht wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ist Burley-Tabak, also schwarzer Tabak. Deswegen rauche ich ihn noch sehr, sehr selten, weil ich ihn, wie ihr wisst, nicht so gut abkann. Aber er ist einfach zu lecker. Und wir wollen mal gucken, ob ich das heute hinkriege. Ich würde sagen, wir springen wirklich straight in den Kopfbau und dann schauen wir mal. Bin ich mal gespannt. Im Oblaco Mono. Aber er muss richtig andrücken, sonst schmeckt er mir nicht. What? So viel? What the hell? Ja, doch, geht. Geht. Ist gut. Sah so viel aus. Schmeckt. Ja, Freunde, ihr habt es gesehen. Relativ voll. Ja, also auf Randhöhe.
und relativ doll angedrückt. Warum? Ich erkläre einfach nur mal, warum ich das jetzt so gemacht habe. Aber ich würde euch sagen, falls ihr Probleme habt, generell mit Must-Have-Sorten, ich habe dazu ein Video gemacht, das heißt, der ultimative Kopfbau-Trick. Da zeige ich euch auch den Kopfbau in der Mummy Bowl mit Must-Have, wo der bei mir einfach am besten läuft. Ihr könnt den in jeden Kopf bauen, einfach unter Noppenkontakt bauen. Dann schmeckt er mir, dann drückt er auch nicht so hart. Das letzte Mal, als ich den geraucht habe, konnte ich nicht wirklich ziehen. Also ich habe so ein Sekündchen gezogen und habe so direkt so einen krassen Druck auf der Lunge verspürt. Und dann habe ich mit John geschrieben und gesprochen und er meinte, wenn du so ein Drücken hast, dann hat der Tabak zu wenig Hitze, beziehungsweise kommt das Nikotin zu stark durch. So. Und wenn du ein Kratzen hast, dann ist es tendenziell zu viel Hitze. So. Und wenn jetzt natürlich der Tabak recht fluffig da drin ist, dann ist natürlich viel Luft dazwischen und dann kommt das Nikotin halt stärker durch. Wenn man den jetzt andrückt, dann kommt nicht so viel Luft durch, dann kriegt er mehr Hitze und dann entwickelt sich weniger Nikotin, man kann vernünftig ziehen. So, dann eben auch noch relativ hoch gebaut, damit der Lotus wirklich komplett drauf ist, dass wirklich genug Hitze da ist. Und dann am Anfang wirklich so ein paar Minuten mehr warten als sonst, bis man so wirklich dieses Brutzeln hört. Ja, also ich mache gleich den Lotus drauf. Wir rauchen mit der Noob Unique in meinem Oblaco Mono M. Und dann kommt der Lotus drauf, dann kommen drei Kohlen drauf. Und dann wirklich dieses Brutzeln hören, weil dann verbrennt oben die erste... Boah, das ist so ekelhaft, wenn man von Darkblend husten muss. Fühle ich. Darkside, Supernova in der Core-Variante. Mich hat's komplett weggescheppert. Diese Tabakschicht. Und dann irgendwann soll man den entsprechend rauchen, / genießen können. So, mit der Anleitung habe ich es beim letzten Mal von John auch probiert und dann konnte ich ihn irgendwann rauchen. Anfangs war das echt schwierig so. Dann ging es immer noch nicht und dann war es irgendwann zu viel Hitze, dann war es zu kratzig. Das könnte also gleich richtig schwierig werden. Und wir gucken einfach mal. Schreibt mir doch an der Stelle auf jeden Fall schon mal rein, was ihr über den Kopfbau denkt. Und was ihr für, oder was ihr über... Also ist das gerade sein erster richtiger Kopfbau von einem Must-Have? Das packt er nicht? Doch, das packt er. Den schafft er wahrscheinlich. Vielleicht am Anfang nicht, man muss sich daran gewöhnen. Also der Kopf ist gut, der Mono ist nicht schlecht. Ja, fühle ich. Er wird das, glaube ich, packen. Die ersten Züge wird er komplett steil gehen, aber die nächsten Züge schafft er. Must-Have Pinkman denkt. Und wir gucken uns noch mal kurz den Schnitt an. Ein Feini. Also der Burley ist ja immer etwas feiner geschnitten und sehr, sehr, sehr feucht. Was ich ganz cool finde an diesem Tabakdosendesign, ist die Tatsache, dass es hier so einen frische Versiegelungsdeckel halt noch dazu gibt. Es gaukelt mir zumindest vor, dass es länger frisch bleibt. 200 Gramm liegen hier bei 21,90, relativ normaler Preis für Burley-Tabak. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch kurz, bis die Kohlen fertig sind und dann gucken wir einfach mal, was hier passiert. One eternity later. Cinematic Grill. So, Freunde, ich habe jetzt 5 Minuten gewartet und ich glaube, das war schon zu lang. Es ist jetzt gerade kritisch, also vielleicht seht ihr es auf der Kamera, ich glaube nicht. Es dampft schon. Ich habe schon 2 Kohlen rausgenommen und mit dem System von der Noob versucht, den Kopf zu kühlen. Eben auch schon den Lotus hochgehoben. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon verkackt habe, also ich habe noch nicht gezogen. Wir gucken jetzt mal den ersten Test nach, wie gesagt, 5 Minuten eben Kohle drauf gewesen. Oh nein. Also erstmal habe ich zu wenig Wasser in der Bowl, das ist schon ein Traum. Und dann, wie ihr seht, seht ihr nichts, ist absolut nichts passiert. Okay, nächster Versuch, ich bin gleich wieder da. So, was haben wir gemacht? Ich habe eben natürlich Wasser nachgefüllt. Ich habe den Kopf abgenommen, ich habe den Lotus abgenommen, habe sie beide beiseite gestellt und getrennt voneinander ein bisschen abkühlen lassen. So ein bisschen hier, wie gesagt, mit dem Kühlsystem von der Noob, ne? Also ich kann hier ja reindrücken. Und dann wird die Luft direkt nach oben in den Kopf geleitet und kühlt ihn quasi so ein bisschen von innen. Das habe ich gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Ist noch nicht der dichteste Rauch jetzt, das ist klar, weil der Kopf halt vom Bau hier so ein bisschen verkackt wurde. Aber geschmacklich nähern wir uns dem. Wie gesagt, ich habe ihn einmal auch ganz gut hinbekommen. Und sind wir mal ehrlich, was bringt das, wenn ich hier irgendwie immer alles perfekt mache und sage, ja, super, klasse, toll. Man kann sowas auch mal verkacken. Ja, das ist ja hier ein Hobby und da muss man sich auch rantasten und irgendwie reinfinden. Also alle, die gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ist mir egal. Ja, man kann auch mal Fehler machen. Jetzt. Hey, das ist doch so los. Es ist doch viel nicer, wenn du selber so ein Idiot bist und teilweise Sachen verkackst. Und wenn das dann die Leute miterleben können, ist doch viel besser. Bro, ich mache auch so viele Fehler. Und es macht so viel Spaß, das im Stream zu teilen, diese Fehler, die ich mache. Und wir können daraus alle lernen, Mann. Das wäre schon eklig, wenn du diesen Influencer-Lifestyle vorlebst, von wegen, ja, bei mir
ist alles perfekt, bei mir kommt unfassbar viel Rauch raus, bei mir ist alles super, bei euch ist alles scheiße. Fühle ich nicht. Das muss genauso sein wie bei euch. Ich habe gestern auch einen Kopf gebaut, den habe ich verkackt. Das ist halt manchmal so. Kommt er langsam so, wie er kommen soll? Also, jetzt kann ich ihn gerade ganz gut rauchen. Er ist nicht zu stark, also er drückt nicht. Wie gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn der Tabak zu stark ist und zu wenig Hitze hat, also zu viel Nikotin durchkommt, ich hoffe, ich beschreibe das richtig, dann hat man dieses Drücken. Dann kann man wirklich nur so ein, zwei Sekunden ziehen und dann so, oh krass, was ist da los? Und auf der anderen Seite, wenn er eben zu viel Hitze hat, dann ist das richtig kratzig. Das merkt ihr dann eher so im Hals, wenn das so richtig kratzt. Und jetzt gerade kann ich ihn halt rauchen und kommen wir mal so ein bisschen zum Geschmack. Ich schmecke da halt nur Erdbeere raus. Grapefruit existiert gar nicht. Also, der ist einfach süß. Ich kann jetzt nicht sagen, jo, am meisten Erdbeere, am meisten Himbeere oder Grapefruit. Ich finde den einfach süß. Auch künstlich süß, aber nicht übermäßig. Also, es ist nicht so, dass man halt direkt so sagt, so, boah, geht gar nicht. Ich finde den wirklich angenehm, so vom Geschmack her. Ich mag den sehr gerne, wenn man den hinkriegt. Ja, das ist halt so ein bisschen die Kunst daran. Daniel, der Weinverkoster. Der ist auf jeden Fall süß. So, also jetzt langsam kommt der Rauch halt und boah, hui. Nikotin merke ich jetzt auch. Wie gesagt, ich rauche diesen schwarzen Tabak nicht so oft. Deswegen auch in letzter Zeit weniger Darkside-Reviews hier, weil ich kann den nicht so gut ab. Aber ab und zu habe ich da mal Bock drauf und wie gesagt, der schmeckt mir halt auch einfach echt gut, dieser Tabak. Und deswegen wollte ich euch da mal dran teilhaben lassen. Also wenn ihr Dark Blend-affin seid, ja, und das wisst, wie man das baut, dann traut euch da ruhig mal ran. Ich finde den, wie gesagt, ganz gut. Ja, Ringe, ihr wisst es, ist bei mir immer so eine Sache. Das soll es mit dem Video dann auch schon gewesen sein. Schreibt mir auf jeden Fall mal rein, was ihr denkt. Schreibt mir auf jeden Fall mal rein, wie dumm ich bin und wie ich den eventuell besser bauen kann. Und dann. Geil. Wenn ihr Daniel noch nicht kennt, gerne mal abchecken. Hier habt ihr den Link. Könnt ihr mal gerne vorbeischallern, dir mal ein Likechen da lassen. 103 Likes, machen wir 104 raus. 587 Aufrufe, da geht auch noch mehr. Kuss geht raus für die Reaktion. War sehr, sehr nice. Falls ihr Probleme habt, wie gesagt, guckt euch mein Kopfbau-Tutorial an. Die Links zum Sparen für Shisha-Produkte sind in der Beschreibung bzw. die Gutscheincodes. Falls ihr sparen wollt oder was gratis haben wollt, gönne den Man. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wisst ihr, was ich meine?